Ja, heute Abend wollen wir anfangen, uns zu befassen mit den Hintergründen hinter dem, was wirklich steht zwischen den Weltgeschehnissen, wenn man so will, und der kommerziellen Natur hinter den Staaten, hinter der Industrie, hinter den Firmen, hinter den Körperschaften. Und dazu muss man verstehen, dass das Ganze wirklich auf Jahrtausende alten Prinzipien basiert, die heute immer noch genauso geltend sind wie damals, die heute immer noch genauso angewendet werden und praktiziert werden wie damals, nur mit dem Unterschied, dass sie in ein moderneres Kostüm verkleidet sind. Das heißt, sie sind, wenn man so schön sagt, moderner, progressiver und mit anderen Worten, sie sind einfach besser verschleiert aufgrund der Tatsache, dass die sogenannten Eliten, wer das jetzt auch immer sein mag, sich von jeher Gedanken gemacht hat, wie können sie die Menschen so beeinflussen und kontrollieren, dass die sozusagen in ihrem Auftrag und in ihrem Namen arbeiten, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Aber bei dieser Unfreiwilligkeit darf es nicht dazu kommen, dass jetzt aktiv gegen den Willen der Männer und Weiber verstoßen wird, die ja die Weltbevölkerung ausmachen, sondern dass sozusagen das freiwillig geschieht. Das heißt, dass sie, wie die Schlange im Paradies, wenn man so will, die Männer und Weiber verführen, sozusagen auf deren Kurs einzuschwenken, in Form zum Beispiel von faszinierenden Dingen wie Technologie, faszinierender Medizin, wenn man das so sehen will. Und das ist also deren Hauptaufgabe, das ist auch deren Ziel, die Männer und Weiber auf diese technologischen Vorteile sozusagen, oder diese mit diesen technologischen Vorteilen zu verblenden. Ja, und heute tragen die Menschen ihre iPhones mit rum und ihre Smartphones mit rum und haben in der Regel überhaupt keine Ahnung, was in diesen Geräten für Technologie drin steckt. Das ist eine ausgetüftelte Technologie, die, wenn man sich das genauer anguckt, eben jetzt nicht nur dazu dient, dass man hier tolle Bilder und Aufnahmen machen kann, also sowohl visuelle Aufnahmen als auch Audioaufnahmen, sondern dass diese Geräte Schnittstellen haben, die es, nun, man weiß wirklich nicht, wem genau, aber die es anderen Fremden ermöglichen, ohne das Wissen der Männer und Weiber, sozusagen diese Geräte als ihre Augen und Ohren zu verwenden. Und das wird in der Regel nicht dazu verwendet, jetzt den Männern und Weibern direkt einen Strick draus zu drehen, sondern das wird dazu verwendet, um noch besser vorbereitet zu sein auf die Bewusstseinsentwicklung der Männer und Weiber. Dass sie also für die Zukunft weiterhin Schritte unternehmen können, die eben neueren Entwicklungen, wie jetzt zum Beispiel einer Bewusstseinserweiterung, die ja stattfindet in der Menschheit, noch besser begegnen zu können. Also man sieht, es ist also ein ständiger, latenter, muss man sagen, Krieg zwischen diesen Eliten und den Männern und Weibern. Und das heißt, man muss auch deren Mindset, wie sagt man dazu, deren Gedankengänge verstehen. Und man muss auch begreifen, dass die völlig anders denken, als wir normalen Männer und Weiber das tun. Die denken ganz anders. Die sind anders aufgewachsen, sie sind anders erzogen worden, sie sind anders gebildet worden. Sie sind in der Regel Okkultisten, die Eliten weiter oben, die mit Regeln und Gesetzmäßigkeiten umgehen, von denen wir hier unten kaum eine Ahnung haben. Aber auch da schließt sich die Lücke jetzt so langsam, aber dennoch. Und sie sind deswegen in einem sehr großen Vorteil. Und man muss das verstehen. Denn wenn man das nicht versteht, dann weiß man auch nicht, wie wichtig bestimmte Prinzipien sind, die man später anwendet im Kommerz. Und es ist letztendlich basiert das, was die Eliten da tun, auf einer Art von Kriegsstrategie, auf uralten Kriegsstrategien, muss man sagen. Und die sind immer noch gültig heute. Und aus diesem Grund, wirklich nur aus diesem Grund, damit wir begreifen, wie die denken und was sie tun und wie sie das tun, wollen wir uns heute befassen mit einem alten chinesischen General mit Namen Sun Chu oder Sun Tse oder Sun Che, wie man das auch immer aussprechen will. Und dazu habe ich Ihnen mal eine Zitatenliste von diesem Sun Che
in die Kursablage gelegt. Das finden Sie also unter Kursablage, dann ist das Unterverzeichnis 01 Dokumente und Vorlagen und dann Unterverzeichnis 90 Punkt Bücher. Und das sind also ein paar Zitate von Sanchez, die mal ein vorheriger Kursteilnehmer freundlicherweise zusammengestellt hat und auf die ich dann im Speziellen jetzt Bezug nehmen möchte. Und wie Sie vielleicht schon herausgefunden haben oder wie ich das erwähnt hatte, Sanchez, das war also ein alter, man könnte sagen, chinesischer Kriegsherr oder General, würde man vielleicht heute sagen. Und der hat genau analysiert, was einen zu einem erfolgsreichen Kriegsherrn macht. Nun, Sie werden sich fragen, warum sprechen wir hier über Kriegsherr und warum ist es wichtig, ein Kriegsherr zu sein? Nun, ich sage nicht, dass es wichtig ist, ein Kriegsherr zu sein, aber es ist vielleicht wichtig zu verstehen, dass man sich in einem Krieg befindet. Und es ist tatsächlich ein Krieg, in dem wir uns heute als Menschen befinden. Und zwischen wem dieser Krieg stattfindet, das ist natürlich die zweite Frage. Aber mal gucken, ob wir da darauf kommen, wenn wir hier mal durch dieses Dokument durchgehen. Und eines der wichtigsten Prinzipien, wie Sanchez das darstellt, ist, wenn er sagt, ist, die gesamte Kriegskunst beruht auf Täuschung. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Man muss sich fragen, wo überall begegnet man heute der Täuschung? Und ich will Ihnen etwas sagen, da greife ich vorweg, das werde ich später in späteren Terminen werde ich das näher erläutern. Der ganze Kommerz heute, also alles, in was Sie verwickelt sind, beruht alles auf Täuschung. Und Täuschung ist im Kommerz legal. Ich sage nicht, dass es rechtmäßig ist, da gibt es einen großen Unterschied, aber es ist tatsächlich legal. Das heißt, man kann täuschen, so viel man will. Wenn der andere das nicht bemerkt oder das nicht anmahnt, dann ist das sein Problem. Und wir befinden uns im Kommerz. Und im Kommerz heißt es, da ist man auf seine eigenen Vorteile bedacht. Auch und wenn man da das Mittel der Täuschung verwendet, dann ist das völlig legitim. Und das ist es auch, aber jetzt nicht aus einer moralischen Sicht. Unter einer moralischen Sicht ist es immer verwerflich zu täuschen. Aber es ist legitim, weil wir gegen die Täuschung im Kommerz heute jederzeit eine Heilung haben. Das heißt, es ist ganz wurscht, ob die täuschen oder nicht. Wenn wir wissen, wie der Kommerz funktioniert, dann haben wir eine Heilung. Und wehe dem, dass sie diese Heilung nicht annehmen. Dann werden sie selber Opfer des Kommerzes. Und wie man dahin kommt, das ist eben auch Ziel des Kurses. Das heißt, sie werden Opfer ihrer eigenen Regeln und der Gesetze der Natur sozusagen, des Naturrechts, über welches wir auch in Zukunft sprechen werden. Also, jetzt gehe ich hier mal Satz für Satz durch. Folglich sollten wir, wenn ein Angriff möglich ist, so wirken, als sei er unmöglich. Während wir unsere Kräfte nutzen, sollten wir inaktiv wirken. Wenn wir schon sehr nahe sind, sollten wir beim Feind den Eindruck erwecken, wir wären noch weit weg. Sind wir aber noch weit weg, sollten wir ihn glauben machen, wir wären schon ganz nah. Ja, und da sehen Sie, der hat das damals schon vor, ja, ich glaube, das sind 2500 Jahre gewesen, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Da hat er schon erkannt, dass das alles darum geht, um das Management, also um die Verwaltung der Wahrnehmung des anderen. Man sagt dazu auf Englisch Perception Management. Das schreibe ich mal unten rein. Perception Management. Das ist also das Management der Wahrnehmung. Das heißt, kann man die Wahrnehmung so gestalten, dass der einen so wahrnimmt, wie man das will? Wenn man das dann noch verbinden kann mit Wahrheit, dann ist das wirklich die höchste Kunst. Also, ich sage nicht, ich bin kein Proponent oder wie sagt man, kein Befürworter, dafür, dass man anfängt, sich unehrenhaft oder sich täuschend zu verhalten. Worum es hier geht, ist, dass wir verstehen, welches System welchem wir gegenüberstehen und dass wir uns sozusagen, ohne dass wir das wollen und auch ohne dass wir das oft wissen, tatsächlich als Feind betrachtet werden. Wir sind nicht die Genossen eines Staates oder wir sind nicht die wirklich die Bürger eines Staates mehr, sondern wir sind alle
per Definition erst einmal Staatsfeinde. Und das hängt, wie gesagt, überbewerten Sie das jetzt nicht in Form von emotionalen Gedanken, sondern das ist einfach eine Frage der Definition. Was ist ein Feind, ja? Und ein Feind, der fällt natürlich genauso wie der Kriegstreiber immer unter das Kriegsrecht. Das heißt, wird jemand erobert in einer kriegerischen Handlung, dann hat er den Schutz unter Kriegsrecht und daran müssen die sich halten. Das ist Naturgesetz und da können die nicht gegen vorgehen. Also denken Sie daran, dass wir das wertfrei betrachten und jetzt hier nicht moralisch oder emotional an die Definition Feind rangehen. Und der Sanse, der macht das eben ganz objektiv und nüchtern, so dass wir sehen können, was da für Strategien überhaupt verwendet werden. Und dann können wir wahrscheinlich auch erkennen, dass wir diesen Strategien fast täglich auch zum Opfer fallen. Halten wir Ausschau nach Ködern, den Feind zu verlocken? Stellen wir uns tot und schlagen dann zu? Wenn er sich in allen Belangen sicher fühlt, sei bereit für ihn. Wenn seine Stärke überlegen ist, weiche seinem Schlag aus. Ist der Gegner cholerischen Gemütes, versuche ihn zu reizen. Tue schwach, so dass er sich überlegen fühlt. Wenn er versucht, sich zu entspannen, gönnt ihm keine Ruhe. Wenn seine Kräfte vereint sind, spalte sie. Spalte sie, das ist ganz wichtig hier. Greife ihn an, wenn er unvorbereitet ist. Erscheine, wenn du nicht erwartet wirst. Also da kann man vieles draus sehen, ja. Zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel hier, wenn ein Gerichtsverfahren irgendwo läuft und man erscheint auf einmal, wenn man gar nicht erwartet wird. Man muss einen guten Grund haben, aber der eigene Grund, den man hat, und der kann dort große Verwirrung stiften, denn es wird nicht erwartet. Und eben sozusagen diesen Überraschungsmoment zu haben, sich eine Strategie zurechtzulegen, die trotz allem flexibel ist. Das heißt, man kann unerwartet und schnell auf Unerwartetes reagieren. Das ist die Kunst, die wir erlernen müssen, um uns überhaupt in diesem kommerziellen Gefüge heutzutage behaupten zu können. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Folglich ist es nicht von höchster Vorziehenswürdigkeit, in allen Schlachten zu kämpfen und zu erobern. Höchste Vorziehenswürdigkeit hingegen hat es, des Feindes Widerstand, ohne zu kämpfen, zu brechen. Und das ist, da kann man sagen, das fasst sozusagen in der Quintessenz das Ziel dieses Kurses zusammen. Und jetzt, wenn wir von jemandem als Feind betrachtet werden, dann ist es wahrscheinlich nicht klug, wenn man den anderen als seinen Freund betrachtet oder als jemand, der etwas einem Gutes will. Ja, Sie müssen die Situation so sehen, wie sie sind. Und das ist ganz einfach so, dass wenn man heute einfach angehalten werden kann von irgendwelchen Männern und Frauen, die in Kostümen auftreten, möglicherweise sogar bewaffnet sind, ja, und man dann anfängt zusammenzuzucken und sich verhält wie ein kleines Kind denen gegenüber, dann ganz offensichtlich wird man von denen nicht als gleichberechtigt betrachtet, sondern die leben unter der Illusion, dass sie Macht über einen haben. Und wir geben dieser Illusion dann Realität, indem wir auch so handeln, wie wenn sie Macht über einen hätten. Da muss man sich hineinversetzen. Aber tatsächlich sind es kostümierte Mitmenschen, die glauben, dass sie Macht haben und diese Macht auch bekommen, wenn man sich so verhält. Und die zerren einen dann unter Umständen aus dem Auto raus, wenn man sich behaupten will, vielleicht verwenden sie sogar einen Schlagstock oder sonst irgendwas. Also ich habe das selber nie erlebt, aber es gibt wohl da Geschichten, dass das passiert. Und wenn so etwas geschieht, dann ist es ganz offensichtlich, dass hier die sogenannte Staatsgewalt einen nicht als Freund sieht. Da muss man einfach gucken. Da muss man einfach hingucken und es so sehen, für was es ist. Nämlich eine Art, Wilder Westen, in der eine Partei sozusagen als Kriegstreiber operiert und den anderen als eroberten Feind betrachtet. Ja, und das ist keine gute Situation und man muss denen zeigen,
dass das vielleicht nicht so ganz korrekt ist. Und was kann man tun, wenn man als Feind betrachtet wird? Nun, wir werden als Feind betrachtet, weil wir im Kommerz uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Deswegen. Und weil wir eigentlich das gar nicht annehmen, was uns da gegeben wird, und immer noch mehr mit dazu beitragen, dass die Schulden des Staates immer größer werden, und das Allerbeste ist, dass wir von dem überhaupt keine Ahnung haben. Aber dann gilt wiederum das alte gute naturrechtliche Sprichwort: Unwissenheit schützt vor Schaden nicht. Das heißt, auch wenn man aus Unwissenheit ein Verbrechen oder ein Ungleichgewicht begeht oder schafft, dann haftet man trotzdem dafür. Und das ist auch gerecht, ja? Das ist gerecht, denn man kann nicht daherkommen und allen möglichen Schaden anrichten und dann hinterher sagen, ich habe davon nichts gewusst. Ich meine, das kann man sagen und das ist mitigierend, aber trotzdem muss man dann alles tun, was in der eigenen Macht steht, um diesen Schaden zu beseitigen oder ja, zu bezahlen. Aber das Wichtige ist, dass wir werden erobert, hauptsächlich durch das Wahrnehmungsmanagement, hauptsächlich dadurch, dass wir sozusagen den Eindruck bekommen, dass wir einer übermächtigen Gewalt gegenüberstehen. Und dieser Eindruck, der ist falsch. Wir stehen der nicht einer übermächtigen Gewalt gegenüber, sondern wir stehen ganz einfach gegenüber anderen Männern und Frauen. Und unter Naturrecht sind alle gleich. Da zählt es nicht, ob der eine mehr hat oder weniger. Ja, ob der eine in dieser Position ist oder der andere nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Als Männer und Frauen, die lebendig sind, sind wir alle völlig gleich. Und die Position, die jemand übernimmt in einer Fiktion, wie zum Beispiel der eines Staates, unter dem Deckmantel einer vielleicht juristischen Person oder aber auch unter dem Deckmantel einer natürlichen Person, das ist alles sekundär, das ist dem untergeordnet. Denn niemand darf sich ein Vehikel schaffen, um das Naturrecht zu umgehen und sich dann einen Vorteil zu verschaffen gegenüber anderen lebendigen Männern und Frauen durch Unterdrückung, ja, durch Gewalt, das geht nicht. Und es ist immer wichtig zu bedenken, dass wir es mit anderen lebendigen Männern und Frauen zu tun haben, die eine Position haben in einer Fiktion. Und wenn diese Position in der Fiktion irgendetwas tut, was uns nicht gefällt, naja, dann müssen wir dafür sorgen, dass das aufhört. Und das tun wir damit mit kommerziellen Mitteln. Das ist nicht mehr früher so wie im Wilden Westen, sondern heute tun wir das mit kommerziellen Mitteln und die sind auch den kommerziellen Regeln und Gesetzen unterworfen und niemand, aber wirklich niemand auf Gottes Erden ist davon befreit, Verantwortung zu übernehmen für die Missetaten, die er tut. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht. So, jetzt gehen wir mal weiter. Die höchste Form der Feldherrenkunst besteht darin, des Feindes Plan zum Stocken zu bringen. Nun ja, das werden Sie sehr oft erleben, dass die versuchen, Sie aus der Bahn zu werfen. Mit irgendwelchen Schreiben, die jeder Logik entbehren oder die sie in einen emotionalen Zustand bringen, wo sie nachts nicht mehr schlafen können oder sich mit anderen schwerwiegenden Gedanken rumschlagen, was dann wirklich gravierende Auswirkungen haben kann auf ihr Leben. Und das ist genau die Taktik, die die verwenden. Unsinnige Schreiben, ja. Oft ist es die Ignoranz, die beabsichtigt oder auch unabsichtlich einem da ins Auge starrt. Und alle diese Dinge dürfen einen nicht berühren, denn man weiß, das ist Strategie. Auch wenn es jetzt vom Einzelnen vielleicht in der Öffentlichkeit unbewusst eine Strategie ist, so ist es dennoch Teil einer großen systemischen Strategie. Also das darf einen nicht aus den Socken hauen, sozusagen auf gut Deutsch. Die nächste bestehe darin, die Verbindungen der gegnerischen Kräfte zu unterbrechen. Ja, das merken Sie natürlich auch, dass das sehr oft passiert. Das heißt, ja, wie wird hier die gegnerische Kraft unterbrochen? Nun, das passiert zum Beispiel dadurch, wenn Sie einen Anwalt nehmen.
dann sind sie so machtlos, wie man sich das irgend vorstellen kann. Denn der Anwalt, der hat natürlich ein Eid geschworen und der Anwalt ist in erster Linie verpflichtet, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist seine erste Allianz, die höchste Allianz. Ja, und die kann er nicht umgehen oder untergraben, indem er die Interessen seines Mandanten den Interessen des Staates überordnet. Das geht nicht, das kann er nicht. Das heißt, auch wenn es ein guter Anwalt ist, wird er so viel tun, wie er kann. Aber er wird, wenn er es zu weit treibt, damit rechnen müssen, dass ihm seine Anwaltslizenz sozusagen entzogen wird. Das heißt, denken Sie daran, wenn Sie einen Anwalt nehmen, der Anwalt, seine erste Allianz, ist dem Staat gegenüber und nicht Ihnen. Nun, das kann ein Nachteil sein, aber es kann in einigen Fällen ein Vorteil sein, einen Anwalt zu nehmen, nämlich wenn man in der Fiktion bestimmte Dinge bewegen und verändern will und man sich da rein kommerziell verhält. Aber bedenken Sie immer eines, ich sage das vorweg, ich erkläre das dann zukünftig genauer, es ist unsinnig, ich sage Ihnen das, um Sie hier gleich vorneweg vielleicht vor Schaden zu bewahren, es ist wirklich unsinnig, eine Bank zu verklagen, denn wie, das war der Oberlandesgericht Oldenburg, ich weiß es nicht mehr genau, hat mal festgestellt, dass die Interessen, die kommerziellen Interessen von Banken denjenigen des Individuums übergeordnet sind. Das war so in der Urteilsbegründung. Also, und ich sage Ihnen was dazu, das stimmt auch. Ja, und warum das stimmt, das ist jetzt vielleicht noch schwer nachzuvollziehen, aber das stimmt deswegen, weil wir alle auf diese ganzen Schikanen, die da unter Täuschung sozusagen vorbereitet werden, die alle legal sind, ja, oder die meisten davon wenigstens, weil wir eine Heilung drauf haben, aber wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das liegt daran, weil wir gut programmiert sind vom System. Von der Wiege bis zum Grab werden wir als Sündner und Schuldner programmiert. Also von daher lässt das nicht viel zu wünschen übrig für das System. Und wir sind also alle brav und hin und wieder, wenn es uns mal dann existenziell, ans Leder geht, dann fangen wir an, uns zu wehren. Und wenn wir das dann tun, sind wir in der totalen Unehre, weil wir alle möglichen Verträge brechen, die wir tatsächlich gegeben haben, wenn auch in Unwissenheit. Okay? Das heißt, wir sind, wenn wir das nicht richtig angehen, von Grund auf immer der Buhmann, sind wir immer in der Entehrung der anderen Seite. Immer. Wir sind in der Entehrung, wenn wir eine Frist versäumen. Wir sind in der Entehrung, wenn wir überhaupt nicht reagieren. Wir sind in der Entehrung, wenn wir den Kopf in den Sand stecken. Wir sind in der Entehrung, wenn wir argumentieren. Okay? Also, das Ganze ist so ausgelegt, dass es wirklich nicht leicht ist, den Weg zurück ins Paradies zu finden, wenn ich das so sagen kann. Ich weiß, warum ich das so sage. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber darauf komme ich mit Sicherheit noch mehrere Male zurück. Es ist eine Standardregel im Krieg, dass wir, wenn unsere Kräfte denen des Feindes 10-1 gegenüberstehen, ihn umzingeln. Wenn 5-1 ihn angreifen, wenn wir ihm aber zweifach überlegen sind, dann teilen wir unsere Armee in zwei. Sind wir gleich stark, bieten wir die Schlacht an. Sind wir geringfügig unterlegen, gehen wir ihm zunächst aus dem Wege. Sind wir aber in jeder Hinsicht ungleich, so ist es nicht unehrenhaft, vor ihm zu fliehen. Ja, das ist ganz einfach so. Wenn man merkt, man kommt zu einer Schlacht mit einem Messer bewaffnet und die andere Seite hat Kanonen und Maschinengewehre, dann muss man seinen Stolz schlucken und sagen, okay, ich bin hier herzlich, unterbemittelt, diese Schlacht zu führen. Und dann ist es natürlich weise, dass man sich vom Schlachtfeld begibt. Das ist nicht unehrenhaft. Und das ist auch etwas, was im Kommerz, wenn man Fehler macht, wenn man das einsieht, ja, dann kann man jederzeit sich ergeben. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen im Gericht, Sie wissen nicht mehr weiter, Sie merken, das ist mir viel zu hoch alles und Sie sagen, Herr Richter, wissen Sie was, ich ergebe mich. In dem Moment, wo Sie das tun, hat der andere die Verantwortung für Sie. Der muss das alles jetzt regeln und tun für Sie. Also es ist nicht unehrenhaft zu fliehen.
Man will ja nicht mit einem Messer zu einem Kampf hinkommen, wo die andere Seite mit, ich weiß nicht was, bewaffnet ist. Und jetzt kommt etwas wirklich Wichtiges. Wenn du deinen Feind und auch dich kennst, brauchst du nicht die Ergebnisse von 100 Kämpfen zu fürchten. Wenn du dich kennst, nicht aber deinen Feind, gehst du für jeden Sieg, den du erringst, das Risiko einer Niederlage ein. Wenn du weder dich noch deinen Feind kennst, wirst du in jeder Schlacht versagen. Und das ist etwas, was sie sich wirklich rot anstreichen sollten. Das sollten sie sich vielleicht extra ausdrucken und auf ein großes Stück Papier und sich das in ihrem, über ihrem Schreibtisch aufhängen oder sonst wo, wo sie das jeden Tag lesen können. Denn genau darum geht es. Das ist die Quintessenz. Und man muss sich selber kennen. Und deswegen komme ich hier gleich auf meine eigentliche Frage heute. Gegen wen führen wir eigentlich einen Krieg? Oder wer ist wirklich unser stärkster Feind? Das ist eine Frage, da können wir später mal noch drauf zurückkommen. Uns vor einer Niederlage zu bewahren, liegt in unserer eigenen Hand. Aber die Möglichkeit der Niederlage des Gegners stellt dieser selbst. Es ist interessant, wie er das aus allen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Also mit Sicherheit ein sehr holotropischer Denker, dieser Sun Tse. Er schaut die Dinge immer von 3 Kernpunkten an. Das können Sie beobachten, wenn Sie das Buch einmal lesen. Also ich sage noch einmal, uns vor einer Niederlage zu bewahren, liegt in unserer eigenen Hand. Aber die Möglichkeit der Niederlage des Gegners stellt dieser selbst. Ganz wichtig im Kommerz. Ganz wichtig im Kommerz. Demzufolge versetzt sich der geschickte Kämpfer in eine Position, die eine Niederlage unmöglich macht. Und er versäumt auch den Augenblick nicht, der die Niederlage seines Gegners besiegelt. Ja, denken Sie daran, Niederlage bedeutet einfach, dass derjenige, der unterliegt, der gibt auf. Und es gilt, auch im Recht, derjenige, der ein Schlachtfeld zuerst verlässt, unterliegt automatisch. Solange sie auf dem Schlachtfeld sind, unterliegen sie nicht. Es sei denn, sie werden erobert und das kann tatsächlich dann wirklich nur mit physischer Gewalt heute passieren. Und auch das wiederum, wenn man das nicht will, das hat letztendlich die Niederlage des anderen, der die Gewalt bezweckt und auch durchsetzt, letztendlich dessen Niederlage im Kommerz zur Folge. Und die ist sehr viel katastrophaler, als wenn sie einen gebrochenen Arm haben. Mit einer großen Armee unter unserer Kontrolle zu kämpfen, unterscheidet sich nicht sehr davon, dies mit einer kleinen zu tun. Es ist nur eine Frage dessen, ausreichend Zeichen und Signale zu setzen. Das ist ein bisschen ein verschlüsselter Satz, wirklich kann man sagen. Aber was er damit sagen will, ist, dass man die Dinge, die man tut, auch gewissermaßen ankündigt. Das muss man nicht ganz offen tun, aber doch so, dass die andere Partei daraus entnehmen kann, auf welche Art von Schlachtfeld sie sich befindet. Und es ist am besten, wenn die sich auf ihrem Schlachtfeld befinden, sehr viel besser, als wenn sie sich auf deren befinden. Wie sagt man dazu im Fußball? Der Heimvorteil, nicht wahr? Wenn man zu Hause spielt, dann ist das in der Regel besser. Ebenso wird der gute Kämpfer sich als schrecklich in seinem Ansturm und unzögerlich in seinen Entscheidungen erweisen. Ja, das heißt jetzt hier, machen Sie sich da jetzt kein Bild hier mit blutrünstig oder so. Das ist damit nicht gemeint. Schrecklich heißt einfach, dass er den anderen bei seinem Ansturm, der nach einer guten Ankündigung erfolgt, dann auch wirklich dort Schrecken verursacht. Denn bei Ihnen wird auch viel Schrecken verursacht. Wie viel Schrecken verursacht das bei Ihnen, wenn Sie den Gerichtsvollzieher vor der Tür haben? Und sie gar nicht wirklich wissen, warum. Oder weil sie der festen Überzeugung sind, dass das aufgrund einer Ungerechtigkeit passiert. Das versetzt sie auch in Angst und Schrecken. Ja? Also, sie sehen, dass die diese Taktiken sehr gut verstehen, sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Und dann sind sie unzögerlich in ihren Entscheidungen. Das heißt, ganz gleich, was sie tun, die machen trotzdem weiter. Das heißt, sie sind unzögerlich in ihren Entscheidungen. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass die siegreich sind. Das ist der Grund, warum das immer passiert. Und Sie merken also, dass Sie hier mit einer bestimmten Energie sozusagen konfrontiert sind, die Sie nicht einschätzen können
wo sie das Gefühl haben, sie sind völlig ohnmächtig und machtlos. Und wenn sie es dann 10-mal genau lesen, dann werden sie feststellen, dass genau diese Art von Energie und Weisheit hinter diesen Angriffen auf unsere Menschenwürde da wirklich steckt. Das ist genau, was hier beschrieben steht. Derjenige ist geschickt, dem es gelingt, den Gegner über die tatsächlichen Gegebenheiten zu täuschen, so dass dieser sich so verhält, wie wir es wollen. Na? Das passiert mit Sicherheit von der öffentlichen Seite her, aber da muss ich ein paar Vorbehalte machen, denn wir wollen nicht täuschen, sondern wir wollen das ganze Gewicht des Naturrechts und der daraus abgeleiteten kommerziellen Gesetzmäßigkeiten, die wollen wir selber durchaus in ihrer ganzen Glanz und ihrem ganzen Ruhm sozusagen erscheinen lassen. Denn da braucht man nicht täuschen, wenn man die auf seiner Seite hat. Und die hat man immer dann auf seiner Seite, wenn man sich eigentlich wirklich wahrhaftig verhält. Und eines dürfen sie nicht tun, und das ist den anderen täuschen. Das heißt nicht, dass sie alle Karten gleich auf den Tisch legen, aber sie dürfen den anderen auch nicht täuschen. Ja, das wird auf sie zurückkommen, denn das Recht der Täuschung, das Recht zur Plünderung, wenn ich das mal so sagen darf, das ist der Öffentlichkeit vorbehalten. Das heißt, in der Öffentlichkeit dürfen sie die Öffentlichkeit plündern. Aber wenn das auf sie übergreift ins Private und sie sagen, jetzt reicht's, dann müssen sie damit aufhören. Dann müssen die in der Öffentlichkeit damit aufhören. Also dieser Satz ist unter Vorbehalt. Jetzt für uns. Wir wollen nicht täuschen. Das nächste stimmt allerdings wieder. Daher zwingt der kluge Streiter dem Gegner seinen Willen auf, aber erlaubt es umgekehrt dem Gegner nicht, ihm seinen Willen aufzuzwängen. Ja, jetzt sehen wir, das Wort ist nicht mehr Feind, sondern eigentlich auch schon im vorherigen Satz, das Wort ist jetzt Gegner. Und das ist natürlich ein Unterschied. Gegner hat man immer, das gegnerische Fuß oder die gegnerischen Fußballteams im Schach. Das ist ein gegnerisches Spiel. Also mit anderen Worten, es ist adversär. Es ist gegnerisch. Und die ganze Öffentlichkeit basiert auf adversärer Gerichtsbarkeit. Es ist immer gegen. Ja, das ist nicht mehr so wie im Gemeinschaftsrecht, wo die Wahrheitsfindung über einen tatsächlichen Sachverhalt ganz oben und groß geschrieben steht, sondern es geht wirklich, es ist gegnerisch. Jede Partei versucht, ihre guten Karten so nahe bei sich zu halten, wie das irgend geht. Lassen Sie sich nicht da verwirren von irgendwelchen Hollywood-Filmen, wo da erzählt wird hier, ja, dass jeder Anwalt muss der anderen Partei darlegen, was sie da hat. Das ist heute nicht mehr so. Das war früher mal so, aber heute im Kommerzrecht ist das nicht so. Es ist gegnerisch. Und zwar, weil das Kommerzrecht im Konkurs dem Admiralitätsrecht unterworfen ist. Und das Admiralitätsrecht ist gegnerisch. Also Sie sehen, ich baue hier auf, ich verwende hier Begriffe, auf die wir später dann ganz genau eingehen. Man sucht sich stets Orte aus, an denen der Feind sich beeilen muss, sich zu verteidigen. Und man begibt sich immer zu Stellen, an denen man nicht erwartet wird. Brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Wenn wir zu kämpfen wünschen, können wir den Feind dazu bringen, etwas zu tun, obwohl er sich gerade sicher hinter einem Dickicht oder einem tiefen Graben verschanzt hat. Alles, was wir zu tun brauchen, ist, irgendeine andere Stelle zu attackieren, die ihm wichtig ist und ihm Probleme bereitet. Ja, also irgendwie hat er was gewusst oder hat er wirklich die Quintessenz verstanden, und zu diesem kleinen Absatz will ich nur einen Stichpunkt geben, und das ist Kollateralattacke. Was glauben Sie, was Sie für Möglichkeiten haben im Kommerz? Wenn Sie an eine Stelle nicht rankommen, weil sie gut verschanzt ist, mit Sicherheit gibt es eine andere, an die Sie rankommen. Denn kommerzielle Interessen sind heute weit und global verflochten. Und wenn Sie an bestimmte Dinge kommerziell nicht rankommen, weil es zu undurchsichtig ist, dann gibt es immer die Möglichkeit einer Kollateralattacke. Das heißt, man attackiert anderes Kollateral, was nicht unmittelbar jetzt unter der Kontrolle des Gegners ist, sondern sich vielleicht im Ausland befindet. Ja, also sprich Aktien und so weiter. Also nur um hier das in die richtige Perspektive zu rücken. So ein paar strategische Hinweise sind das. Gelingt es uns, die Position des Feindes zu entdecken und unsere eigenen unsichtbar zu halten, können wir unsere Kräfte zusammenhalten,
während der Feind die Seinen aufteilen muss. So, schrecken wir ihn immer wieder auf und erlernen wir die Regeln, die hinter seinen Tätigkeiten und Untätigkeiten stehen. Zeigen wir ihn, zwingen wir ihn, seine Geheimnisse preiszugeben und finden auf diese Weise heraus, wo er verwundbar ist. Ein wichtiger Satz, ja. Das heißt, wir müssen die Regeln verstehen lernen, unter denen die andere Seite operiert. Und das versuchen wir hier. Wiederhole keine Taktiken, die dich zum Sieg führten, sondern verhalte dich entsprechend der unendlichen Möglichkeiten der jeweiligen Umstände. Und das ist wirklich so, wenn man mal das holotropische Denken übt, ja, dann merkt man auf einmal, dass man wirklich eine nahezu unerschöpfliche Vielzahl von Möglichkeiten hat. Wenn man die Prinzipien versteht, mit welchen man operiert, und wenn man die kreativ einzusetzen vermag in den verschiedenen Situationen. Und dann merkt man, dass man unendlich viele Möglichkeiten hat. Und jetzt merken Sie wahrscheinlich, wie sehr beschränkt es ist, wenn man nur lernt, ja hier, da musst du dann so und so ein Papier schicken und da musst du dann so ein Papier schicken und man wundert sich, warum nichts geschieht. Weil genau das die höchste Form der Unkreativität ist. Man muss schon wissen, auf welche Schlacht man sich einlässt. Jetzt das mit den Taktiken wiederholen. Nun ja, es gibt bestimmte Dinge, die muss man wiederholen. Das gehört einfach zur Perfektionierung sozusagen des eigenen kommerziellen Vorteiles. Das heißt, es gibt bestimmte Schritte, die muss man dann immer gleich machen. Aber die Strategie, wie man da hinkommt, die kann natürlich wirklich immer anders sein. Je nachdem. Jetzt geht's weiter. Deshalb geht der kluge General einer Armee aus dem Wege, solange ihr Geist noch frisch ist. Er attackiert sie, wenn sie erschlafft und den Wunsch zeigt, zum Lager zurückzukehren. Dies ist die Kunst, Stimmungen zu studieren. Ja? Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn wir als Menschen, wir sind Stimmungen unterworfen. Das ist einfach, das ist eine Eigenschaft des Menschen. Das ist kein Recht oder keine Verbindlichkeit, ein Nachteil oder Vorteil, sondern schlicht und ergreifend eine Eigenschaft des Menschen, dass er Stimmungen unterworfen ist. Und dasjenige Institut, was heute Stimmungen und die sogenannte Psyche des Menschen am meisten studiert hat und diese Studien aufgebaut hat auf Jahrtausende alten Erkenntnissen, das ist das Tavistock-Institut in London. Das heißt, jede namhafte Firma, die zum Beispiel Großfirmen, also die Werbung machen, ja, deren Chief Gurus, die gehen dahin und studieren dort. Politiker gehen dorthin und studieren dort. Alle die führenden Politiker verbringen eine Zeit lang am Tavistock-Institut, um zu verstehen, um was es da geht. Also Tavistock, das können Sie sich mal mit befassen. Wenn du eine Armee umzingelt hast, lass ihr einen Fluchtweg und motiviere niemanden zu Verzweiflungstaten. Diesen Satz, den können Sie sich als zweites rot anstreichen. Das heißt, wenn Sie kurz vor dem Sieg sind und der Sieg davon abhängig ist, dass der andere, ohne sein Gesicht zu verlieren, aus der Hintertür entweichen kann, dann lassen Sie ihn bitte aus der Hintertür entweichen. Ja? Denn tun Sie das nicht, dann kann es sein, dass er noch einmal seine ganze Kraft zusammenbringt und dann Dinge tut, die natürlich völlig unrechtmäßig sind, erstens. Zweitens, ihnen großen Schaden, wenigstens zwischenzeitlich, zufügen, ohne dass das wirklich notwendig gewesen wäre. Also versuchen Sie immer, das Gesicht des anderen zu wahren. Ja, denn keiner wird gerne vorgeführt. Also immer mit Respekt. Und wie man das tut, da sprechen wir dann noch drüber. Immer mit Respekt. Ja, auch man muss den anderen nicht mögen, man muss das nicht gutheißen, was er da tut, man muss das nicht billigen, aber trotzdem respektvoll sein. Das ist ganz wichtig. Man vermindere die Anzahl feindlicher Anführer, indem man ihnen möglichst viel Schaden zufügt, sie unter dauernden Stress setzt und ständig in Bewegung hält. Ja, das geht zusammen mit der Teile und Spalte. Das heißt, Sie merken, dass zum Beispiel, wenn man bestimmte Dinge tut, dann wäre die andere Seite nervös. Dann auf einmal fangen die an, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Oder ja, der Anwalt oder sogar der Staatsanwalt fängt auf einmal an, nichts mehr zu sagen. Der sitzt dann nur noch da in aller Stille, weil er weiß, woher der Wind weht.
Also ständig die in Bewegung halten. Das alleine, wenn man jemanden ständig in Bewegung hält, wenn man die bombardiert mit Anliegen, mit Bekanntmachungen und so weiter und so fort, das alleine, das kann die schon ziemlich aus dem Tritt bringen. Aber das ist keine Taktik, die ich jetzt empfehlen würde. Aber es kann vielleicht mit dazu beitragen, dass man die andere Seite sozusagen in Bewegung hält. Und vor allen Dingen, wenn das, was man tut, noch dazu gut ist. Wenn das also wirklich gute Sachen sind. Ja, überlegen Sie sich Strategien. Das ist jetzt im Moment, vielleicht liegt das alles noch im Nebel oder sogar in der Dunkelheit. Aber je mehr wir hier fortschreiten, desto mehr wird das klar. So, jetzt geht's weiter. Rücken die Truppen des Feindes gewaltsam vor, verweilen dann aber doch lange, um uns ausgiebig zu beobachten, ohne dass sie Anzeichen dafür zeigen, den Kampf zu suchen oder sich wieder zurückzuziehen, befinden wir uns in einer Situation, die äußerste Wachsamkeit und genaue Untersuchung der Umstände erfordert. Das werden Sie auch bemerken, häufiger oder öfter, dass wenn Sie bestimmte Dinge tun, auf einmal eine gewisse Ruhe einkehrt. Nun, das kann, wenn die Dinge gut gemacht wurden, die endgültige Ruhe sein. Oder es kann so sein, dass Sie sich in dem Moment im Auge des Sturms befinden. Totale Windstille und auf einmal geht's los. Also glauben Sie niemals, dass Sie gewonnen haben, sondern seien Sie vorbereitet. Und ziehen Sie die Dinge durch, die Sie angefangen haben. Das ist das Allerwichtigste, mit Entschlossenheit. Ja? Auch wenn man Fehler macht, wenn man merkt, man hat einen Fehler gemacht, dann kann man den hinterher korrigieren. Natürlich muss man die Konsequenzen tragen, aber in der Öffentlichkeit, wir kommen ja nicht mit Gewalt daher, zumindest nicht mit physischer Gewalt, sondern eher mit der Gewalt des Wortes. Die können uns da keine großen Schadensanmeldungen gegenüber unterbreiten, ganz einfach deswegen, weil man eine Fiktion nicht schädigen kann. Es ist unmöglich, den Staat zu schädigen. Es ist unmöglich, eine Firma zu schädigen. Das ist unmöglich. Und warum das so ist, sprechen wir auch in der Zukunft drüber. So, und jetzt hier letztlich, wer nicht vorausschauend denkt und den Gegner dazu auch noch unterschätzt, wird ganz bestimmt von ihm überwältigt. So, jetzt müssen wir uns also erst einmal überlegen, wer ist denn hier wirklich der Feind? Nun, natürlich kann man wie immer den Finger auf einen anderen zeigen. Und ich habe das jetzt auch ein bisschen getan, indem ich den Finger gezeigt habe auf diese nebulöse Einheit, die man den Staat nennt, oder die Personen, die dort drin arbeiten. Aber tatsächlich denke ich, dass es besser ist, wenn man vor den Spiegel tritt und dort hineinguckt und erkennt, wer der wirkliche Feind ist. Ja, der wirkliche Feind, der einen wirklich daran hindert, Dinge erfolgreich zu tun, das sind wir selber. Und das ist eine harte Erkenntnis und kann sicherlich zeitweise zu einer, wie sagt man, individuellen Krise führen. Also das ist bei jedem so, den ich kenne, der anfängt, sich intensiv damit zu befassen. Aber das ist normal, da muss man durch, das kann manchmal etwas dauern. Es kann den Anschein haben, dass alles Mögliche auseinanderfällt im Leben. Das kann dazu führen, dass man auf einmal nicht mehr vertreten kann, was man beruflich tut. Und das kann einen wirklich in eine Art von tiefer innerer Not stürzen. Die äußere Not ist nicht so groß wie die innere. Ja? Und ich will Ihnen einfach nur ein paar tröstende Worte da sagen. Das ist ganz normal. Und Sie werden bemerken, das ist einfach, es gibt keinen Schritt zurück. Also der Schritt zurück, dieser Weg ist Ihnen abgeschnitten. Und das ist auch gut so. Ja, denn man will ja nicht wieder zurück in die Illusion, sondern man will vordringen ins Licht. Und wenn man immer nur an Dunkelheit gewöhnt ist, dann muss man sich an das Licht erstmal gewöhnen. Das tut weh. Und gleichzeitig aber nach einer gewissen Zeit werden Sie bemerken, wie Sie das befreit. Und auch wenn Sie, wenn Ihre äußeren Mittel vielleicht etwas beschränkter sind, so werden Ihre inneren Mittel immer größer. Und Sie werden bemerken, dass je weniger äußere Mittel Sie zur Verfügung haben, je mehr Kontrolle haben Sie über Ihr Leben. Und Kontrolle ist das, was wir haben wollen. Und dann, wenn Sie dranbleiben und Ausdauer haben, dann werden Sie auch dazu in der Lage sein, Kontrolle zu übernehmen über Ihre äußeren, über Ihr äußeres Leben wieder. Und da wieder Fortschritte zu machen, aber diesmal eben
in einer Art und Weise, wie sie das voll und ganz moralisch, naturrechtlich auch vertreten können. Und das hat dann die ganze Kraft und Gewalt der Wahrheitsliebe, so will ich das bezeichnen, und der Energie, die dahinter steckt. Das ist eine Energie, sicherlich einige von Ihnen kennen das schon, da will man auch dann gar nicht mehr zurück. Das ist ein unwahrscheinlicher Schub. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch dann im kommerziellen Unterfangen, vis-à-vis zum Beispiel des Staates oder in seinen Bankverträgen und so weiter, auf einmal in der Lage ist, sich gewisse Vorteile zu sichern und zu verschaffen und vor allen Dingen auch der Täuschung ein Ende zu bereiten, ohne dass man in die Entehrung der Verträge, die man unterzeichnet hat, fällt. Ja, dann sitzt nämlich die andere Partei da und entweder akzeptiert sie das, was man ihr gibt, oder aber sie wird der Täuschung überführt. Und da hat man natürlich in der Öffentlichkeit keine großen Chancen, aber trotzdem kann man in der Öffentlichkeit so viel bewirken, dass die Herrschaften dann in der Öffentlichkeit auch kein leichtes Leben mehr haben werden. Und das ist gerecht. Das ist gerecht. Es ist gerecht ganz einfach deswegen, weil man ihnen Gelegenheit gegeben hat, die Dinge auch zu korrigieren, so wie man das selber getan hat. Und tun sie das nicht, dann ist es gerecht, wenn sie auch sozusagen einen Ausgleich dafür geben müssen. Das ist gerecht. Da darf man also sich nicht denken jetzt, ja, meine Güte, das will ich aber nicht. Wenn Sie unentschlossen sind, werden Sie überwältigt. Ja? Aber um zurückzukommen auf diese innere Kraft, die man sich damit aneignet. Das ist etwas, das wächst mit der Zeit. Das ist nicht, was man von heute auf morgen hat. Auch wenn man ein wild entschlossener Mensch ist und auch tatenkräftig und tatenfreudig ist. Die erste Prüfung ist immer, ob man vor den Spiegel treten kann und sagen kann, du da drüben bist verantwortlich für all die Situationen, in denen ich bin. Ja, sowas tut erstmal weh. Aber kann man das wirklich ernsthaft sagen? Ich meine, sagen kann man es vielleicht, aber empfindet man das auch so? Und ist man bereit, diesen Schmerz zu verkraften, der damit einhergeht? Denn das ist so, dass man selber verantwortlich ist für die Situation, in der man steckt. Meistens heutzutage durch das, was man nicht tut. Also durch das, was man versäumt hat zu tun. Ja? Und Sie müssen immer davon ausgehen, dass es andere gibt, die nicht ihre Wertevorstellungen teilen. Sie müssen davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die wirklich keinerlei moralischen Kompass haben. Das gibt es. Ich habe selber solche Menschen kennengelernt. Die haben das einfach nicht. Die verstehen nicht die Not, in der ein anderer sein kann. Die sehen nur ihren eigenen Vorteil. Und zwar ist er in der Regel hauptsächlich kommerzieller Natur heutzutage oder aber psychologischer Natur. Das heißt, wenn jemand psychologisch über sie Kontrolle ausüben will und ausübt, dann ist das auch eine Art von Mangel an Moral. Denn ein ganz normaler Mensch hat einfach nicht das Bedürfnis, ja, über einen anderen Menschen Kontrolle zu exerzieren. Er hat lediglich das Bedürfnis, dass das, was er tut, seine eigenen Unterfangen erfolgreich sind und dass ihm dann niemand entgegentritt. Es sei denn, das, was man tut, fügt anderen Schaden zu. Das darf man natürlich nicht. Und wenn man das riskiert, dann muss man auch im Vorfeld schon bereit sein, die Konsequenzen dafür zu akzeptieren. Denn schädigt man einen anderen, einen lebendigen Menschen, dann ist man haftbar. Ganz gleich, ob man das beabsichtigt hat oder nicht. Also das ist wichtig, dass man das im Auge behält. So, also dass man erst einmal sagt, der da drüben, da das Spiegelbild, hier, der da im Spiegel, der ist verantwortlich für die eigene Misere. Und jetzt will ich das auch in einen sauberen kommerziellen Zusammenhang stellen natürlich. Na, wer ist denn wirklich das Spiegelbild? Na, das Spiegelbild, das ist die Person. Das ist unser, wenn man so will, der dunkle Zwilling von uns. Das ist der, der in der Öffentlichkeit operiert. Der Spielstein auf dem Monopoly-Brett, der bestimmten Regeln unterworfen ist, die einfach Teil des Spiels sind. Und wir animieren diese Person ständig von außen und sind dann folglich auch substanziell, solange wir auf diesem Spielbrett sind, diesen Regeln unterlegen oder unterliegen diesen Regeln.
Aber das sind nicht nur Regeln, die jetzt einem schaden oder zum Nachteil gereichen, sondern es gibt da Regeln, von denen wird nie gesprochen. Das sind die sogenannten unsichtbaren Regeln, die sogenannten unsichtbaren Anhänge, die mit dem Privileg, muss man sagen, einer Person oder dem Privileg eines Spiegelbildes sozusagen einhergehen. Und es ist also entweder die unbewusste, die unwissende Bewegung dieser Person auf dem Spielfeld des Kommerzes oder aber das Unterlassen von Bewegungen im Spielfeld des Kommerzes, was uns selber in die Situationen reinbringt, in denen wir sind. Ja? Und natürlich wird das verursacht. Die Ursache, die liegt oft nicht bei uns. Die Ursache liegt nicht bei uns oder oft nicht. Denn wenn jemand uns angreift, ganz offensichtlich, ja, sind wir nicht die Ursache für diesen Angriff. Es sei denn, dass wir so schwach und dozil erscheinen, dass der andere denkt, ach, mit dem habe ich leichtes Spiel. Aber tatsächlich ist es trotzdem der Angreifer, der für den Angriff verantwortlich ist. Also er ist die Ursache für den Angriff. Und das nützt aber nichts, dass man ihm dafür eine Schuld zuweist. Zumindest nicht in der Form wie, du hast mich angegriffen und das hättest du nicht tun sollen und schau her, was du bei mir für eine Misere verursacht hast. Und ich muss jetzt sozusagen die Suppe auslöffeln, die du mir eingebrockt hast. Ja? Diese Haltung zeigt eher, dass man sich als Opfer fühlt. Wer sich als Opfer fühlt, ist einfach nicht in einer starken Position, sondern er ist in einer sehr schwachen Position. Ja, derjenige, der aktiv ist, der Kontrolle bekommen will über sein Leben, der steckt einen Tiefschlag ein und erholt sich davon und geht dann ans Werk. Das ist Teil des Lebens. Und da müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass wir da nicht risikoscheu sein können. Denn diese Risikoscheue ist genau das, was uns in eine Situation der Machtlosigkeit bringt. Weil wir einfach nicht mehr bereit sind, ein Risiko einzugehen. Ja, alles ist heute versichert. Wir versichern unser ganzes Leben. Wir versichern ja sogar das Leben selber. Aber ansonsten ist alles versichert. Ja, unsere Gesundheit ist versichert. Das Auto ist versichert. Alles ist versichert. Und es ist natürlich in der Öffentlichkeit eine Notwendigkeit. Das ist schon klar. Aber im Privaten ist es keine Notwendigkeit. Und wenn man das tut, wenn man also ständig die Konsequenzen einer Handlung von anderen abdecken lässt, wie zum Beispiel einer Versicherung, dann ist es völlig klar, dass man in keiner starken Position ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie das so kennen, aber ich kenne das so aus dem Versicherungswesen, dass der Versicherungsgeber immer dem Versicherungsnehmer sagt, zum Beispiel bei einer Autoversicherung, im Falle, dass Sie einen Unfall haben, dürfen Sie kein Schuldeingeständnis machen, sondern Sie müssen lediglich den Hergang beschreiben. Überlassen Sie uns alles andere. Und dass im Falle eines Schuldeingeständnisses möglicherweise die Versicherung nicht zahlt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ich kenne das so. Und es ist natürlich richtig, denn die Versicherung hat die Verantwortung für ihre Missetaten oder Vernachlässigungen oder Unumsichtigkeiten. Das heißt, die Versicherung übernimmt das Risiko. Und deswegen haben die auch das Sagen. Das heißt, wer das Risiko hat, der hat das Sagen. Und nicht der, der es nicht hat. Und das ist ein wichtiger Punkt dann auch später, wenn wir gezielter auf die kommerziellen Prozesse eingehen. Also wenn man jetzt sich da so im Spiegel anguckt, dann muss man das auf eine objektive Art und Weise tun. Und das ist das sogenannte Armeslänge-Prinzip. Das werden wir uns später immer wieder genauer angucken und von verschiedenen Aspekten. Das ist das Armeslänge-Prinzip. Sich etwas auf Armeslänge halten. Und das bedeutet, dass man den da im Spiegel als von außen betrachtet. Ja? Und dazu gehören eben auch die eigenen Taten. Das heißt, das, was man selber tut, das, was man selber denkt, das, was man selber fühlt, dass man das sozusagen von einem objektiven Standpunkt aus betrachtet und es anfängt, korrekt im Gesamtgefüge zu beurteilen. Ich sage beurteilen, nicht verurteilen. Ja, natürlich kann man das Gefühl haben, oh, da habe ich aber kräftig daneben gelangt.
Und das kann einen dann nach unten ziehen und sagen, meine Güte, ich Dummkopf, warum habe ich das so gemacht und das hätte ich anders machen sollen und so weiter und so fort. Aber das alles bringt überhaupt nichts, denn das alles ist Wasser, was längst schon unter der Brücke durchgeflossen ist. Alles, das liegt alles in der Vergangenheit. Da braucht man sich nicht mehr drüber zu grämen. Das Einzige, warum man das anguckt, oder der einzige Grund, warum man das anguckt, ist, um daraus zu lernen. Aha, okay, hier habe ich Mist gebaut und ich weiß jetzt auch warum. So einfach ist das. Das ist ein nüchternes Anschauen der eigenen, wie sagt man, Shortcomings auf Deutsch. Da, wo man eben einfach etwas zu kurz gekommen ist. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Und dazu gehört, dass man in der Lage ist, das aus sich herauszusetzen. Und dass man eben weniger dann in diesem Zusammenhang das Wort Ich verwendet. Ja, dieses Wort Ich, das bindet einen immer sofort an das Objekt, was man betrachtet. Ja, oder sagen wir an den Gegenstand der eigenen Betrachtung. Wenn man sagt, da habe ich aber Mist gebaut, dann hat man nicht so ganz die Objektivität, die man braucht. Man hat zwar einen starken Grad an der Selbsterkenntnis, das mit Sicherheit, aber hat man auch Objektivität? Das ist die zweite Frage. Und deswegen kann man zum Beispiel sagen, na, da hat der Kursleiter aber Mist gebaut. Ja, das würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich hier irgendwie Mist bauen würde, bezüglich des Kurses. Da hat der Kursleiter aber Mist gebaut. Damit halte ich mir den Kursleiter auf Armeslänge und der Kursleiter ist lediglich ein Begriff, der in einem bestimmten Zusammenhang steht, so wie zum Beispiel in der Einverständniserklärung definiert. Deswegen bekommen Sie E-Mails von mir in der Art und Weise. Der Kursleiter, das heißt, da schreibe ich, der Kursleiter hat Ihnen Dokumente zur Verfügung gestellt und dann steht unten drunter der Kursleiter. Da könnte man sich fragen, warum sagt er nicht ich? Nun, weil es der Kursleiter war in seiner Funktion. Okay, dass natürlich ich derjenige bin, der den Kursleiter animiert, das ist klar. Aber ich schaue das alles objektiv von außen an. Und somit kann ich objektiv auf die verschiedenen E-Mails von Ihnen auch eingehen, ja, die sehr interessant und divers und unterschiedlich sind. Und somit setzt man das aus sich heraus und betrachtet es objektiv und kann dann einfach auch objektiv drauf reagieren, weil man wirklich das sieht, was der andere eigentlich zum Ausdruck bringen will. Ja, und das heißt, das wird Teil dieses holotropischen Bildes, dieser holotropischen Situation, in der man sich befindet. Und jetzt muss man dafür sorgen, dass man also ganz objektiv eben eine Lösung findet. Denn warum sprechen wir miteinander? Warum tauschen wir E-Mails aus? Das ist ganz einfach deswegen, weil ein Austausch stattfindet von Energie, unserer Energie mit der eines anderen. Und damit das sinnvoll geschehen kann, müssen sich beide Parteien, wenn das jetzt 1:1 ist, ganz klar darüber sein, was es ist, was der andere sagen will. Deswegen ist es wichtig, dass man Worte gut kennt und auch gut formulieren kann. Das muss man also auch üben. Ja, und ansonsten muss man dann, wenn das nicht ersichtlich wirklich ist, was der andere meint, dann muss man das trotzdem in einen Zusammenhang stellen können, wo ersichtlich wird, was der andere meint. Das heißt, man muss da das Risiko einer Fehlannahme eingehen, gegebenenfalls. Aber es ist immer noch besser, als jetzt einfach gar nichts zu tun. Ja, also ganz objektiv. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im britischen Parlament, sowohl im Unterhaus als auch im House of Lords, da sprechen sich die Parteien sogar in ihrer Gegenwart niemals direkt an. Das heißt, da wird der Finanzminister zum Verteidigungsminister sagen, ja, hat denn der Verteidigungsminister nicht erkannt, das oder das oder das? Oder hat der ehrenwerte Verteidigungsminister nicht erkannt, dass der Finanzminister seine Auffassung nicht teilt? Also das ist das stärkste und krasseste Beispiel heutzutage, wo man beobachten kann, wie die sich dort alles, was sie sagen und tun, auf Armeslänge halten. Und sie sprechen dann nur von der Person. Die eine ist der Verteidigungsminister, die andere ist der Finanzminister. Und das können Sie mal üben.
zum Beispiel aus Spaß an der Freude, das mutet vielleicht erst einmal merkwürdig an, aber überlegen Sie mal, was passieren würde, wenn Sie ins Gericht gehen würden, als Beispiel, oder beim Finanzamt vorsprechen, aber bleiben wir beim Gericht und sagen würden, ja, hat denn die ehrenwerte Richterin das Schreiben des Angeklagten nicht bekommen? Überlegen Sie sich das mal. Ja? Und wenn dann der Richter einen anfängt, mit Sie anzusprechen, dann kann man zurückfragen. Kann der ehrenwerte Richter oder die ehrenwerte Richterin nachweisen, dass der Angeklagte der ehrenwerten Richterin die Erlaubnis gegeben hat, diesen direkt anzusprechen? Ja, das hört sich an, wie wenn wir hier im Mittelalter sind. Aber Leute, diese Direktheit, die wir heute haben, das ist ein Fehler. Und das sage ich wirklich ganz bewusst, das ist ein Fehler. Das hat nichts damit zu tun, dass das schizophren ist, obwohl die mögen da vielleicht eine psychiatrische Untersuchung in Erwägung ziehen. Aber es ist nicht schizophren. Im Übrigen gibt es auch keine wissenschaftlichen Nachweise, dass es das überhaupt gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Sondern es ist ganz einfach wirklich, dass man ganz klar denkt, okay, dass man ganz klar sich hier die Funktionen vom Leibe hält und somit auch die direkte Haftung. Und es ist das sich direkt ansprechen, wo man in das Schlachtfeld des anderen reingezogen wird. Das nennt man auch, man übertritt die Hoheit des anderen. Man dringt in deren Hoheit ein. Und nicht nur ein Land eigentlich am allerwenigsten, oder ein Staat, sondern tatsächlich jeder Mensch alleine hat Hoheit über den Raum, in dem er ist, oder den er betritt, den Boden, den er gerade vereinnahmt. Das ist sein Hoheitsgebiet. Ja, das ist die Sphäre, Sie kennen das vielleicht. Ja, es gibt zum Beispiel in Italien, da fassen sich die Leute ständig an, wenn sie miteinander reden. Ja, das ist, einigen ist das wahnsinnig unangenehm, dass sie ständig berührt werden. Und für die ist das aber ganz normal. Das ist einfach so, die leben dort. Das ist wie eine Sippe, wie ein Clan. Aber einige mögen das überhaupt nicht. Und die fühlen da, dass ihre Sphäre, ihre Privatsphäre verletzt wird. Da wird eingedrungen. Und das Gleiche gilt auch immer in Bezug auf das Recht. Da gibt es nämlich auch das Prinzip der Hoheit. Es gibt das Prinzip der Vertragshoheit, um da vorwegzugreifen. Und wer hat diese? Und will ich tatsächlich in die Gerichtsbarkeit des anderen übertreten oder will ich vielmehr, dass er meiner folgt? Und da kann ich Ihnen sagen, das sind keine jetzt abgefahrenen Ideen, die da einfach aus dem Nichts kommen, sondern das wird tatsächlich so praktiziert, selbstverständlich in diplomatischen Kreisen. Und wenn Sie da die Möglichkeit haben, vielleicht wollen Sie das mal nachforschen, dass Sie sich Beispiele heraussuchen über diplomatische Noten, die also Diplomaten austauschen im Auftrag ihrer eigenen Regierung mit den Diplomaten anderer Regierung und wie die das tun. Das ist immer mit allerhöchstem Respekt und immer ist alles auf Armeslänge. Das heißt, niemals wird etwas wiedergegeben, was der andere vorher geschrieben hat in einer diplomatischen Note, sondern es wird immer zitiert. Ja, da sagt der eine Diplomat in einer Note zum anderen, eure Exzellenz, ich habe Ihre Note, die Sie im Auftrag Ihrer Regierung mir übergeben haben, zur Kenntnis genommen, in welcher Sie sagen, und dann wird alles das, was der gesagt hat, zitiert in Anführungsstrichen. Und dann Anführungsstriche zu und dann schreibt der Diplomat, ich habe Ihre Note meiner Regierung weitergeleitet und werde sie über weitere Verfahren selbstverständlich im Bilde halten oder informieren. Das heißt, da sind die Diplomaten sozusagen die Zwischenhändler in Verhandlungen. Und wir sollten auch so auftreten, dass wir Zwischenhändler sind sozusagen für die Person. Und dieses Ich, diese Verwendung des Wortes Ich, das ist da wirklich fehl am Platze. Denn Ich sagt, ich bin die Person. Und ganz offensichtlich steht das ja auch nicht auf der Einladung zum Gericht. Das steht drauf in Sachen, ja, Hans Mustermann gegen Sabine Mustermann. Das heißt, es geht einfach schlicht und ergreifend um Sachen. Die Personen sind Sachen. Sie werden so behandelt, sie werden so kollateralisiert, sie werden so finanziert als Sachen, als Wertgegenstände. Und das, wenn man das annimmt mit Haut und Haaren
und den Unterschied nicht kennt und den Unterschied auch nicht praktiziert und lebt, ja, der muss dann auch so haften, wie das vorgesehen ist für die Person. Und das sind die Probleme, die sie hauptsächlich wirklich haben. Also, das auf Armeslänge halten, dieses Prinzip bedeutet, die Person ist außerhalb von mir. Das bin nicht ich, sondern ich bin hier tätig. Ich übernehme administrative Tätigkeiten für die Person. Und das kann ich entweder tun als Sicherungsnehmer, das kann ich tun als Treuhänder. Ich erwähne diese Begriffe vorgreifend. Machen Sie sich jetzt noch keine Gedanken darum, nur dass Sie die mal gehört haben. Wenn wir darauf näher eingehen, das kann ich als Begünstigter tun. Ja, das kann ich als Angeklagter tun oder als Kläger. Das kann ich als Steuerzahler tun oder Autofahrer oder Führerscheinhalter. Ja, das kann ich in jeder Fiktion tun, wie ich will. Oder aber ich kann das für diese tun, im Auftrag dieser Fiktion. Und kann dann denjenigen, der ein Schreiben unterzeichnet, was zum Beispiel von mir kommt, kann auf den verweisen als der Unterzeichner. Ja? Und das sind also wichtige Prinzipien. Und deswegen sollten wir das so auch praktizieren im Kurs. Das heißt, wenn Sie manchmal eine E-Mail bekommen oder eine Ausdrucksweise von mir hören, die, wo Sie sich denken, meine Güte, wo kommt das denn her? Dann dürfen Sie sich sicher sein, dass ich damit einen Zweck befolge. Und es ist natürlich wichtig, dass wenn wir solche Prinzipien hier lernen, dass wir die auch praktizieren. Und wo besser als das gleich hier im Kurs mitmachen. Und dann, das nächste ist, dass man die Dinge, die man bekommt, genau liest, ja, und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen kann aus dem Gesagten. Und das ist jetzt keine Kritik, sondern nur eine Feststellung meinerseits. Es ist auch normal, da muss man sich dran gewöhnen. Ich habe oft bemerkt, dass einige von Ihnen die E-Mails, die ich schreibe, nicht genau lesen. Ja, und jetzt überlegen Sie sich mal, ich stelle die Frage einfach mal in den Raum, wer von Ihnen, der von Ihnen zum Beispiel Kreditvertrag hat oder Hypothekenvertrag mit einer Bank, wer von Ihnen hat den genau gelesen und kann sagen, er versteht, was da drin steht? Das ist eine rhetorische Frage, ich kenne die Antwort, zumindest bei den meisten. Es mag einige geben, aber wer tut das wirklich? Oder wenn Sie eine neue Software auf dem Computer installieren, lesen Sie da genau die Bedingungen? Es gibt einige, die haben das getan bei TeamSpeak und haben daraufhin geschrieben. Und wir haben zurückgeschrieben. Ja, das ist interessant. Und das ist keine Kritik, soll kein Vorführen sein. Das tun wir alle, habe ich auch gemacht. Aber es zeigt etwas. Und es zeigt, dass wir nicht genau die Dinge angucken, mit denen wir es zu tun haben. Und folglich auch gar nicht in der Lage sind, mit denen richtig umzugehen. So, das ist wie gesagt erstmal am Anfang dieses Auflösen von alten Mustern, in denen man drin ist. Es ist keine leichte Sache, das verstehe ich. Aber bitte, das lege ich Ihnen ans Herzen, halten Sie durch. Denn ich muss sagen, ich habe große Freude an einigen, die jetzt in den fortgeschrittenen Kursen sind, die einiges wirklich ganz Unglaubliches schon zustande gebracht haben. Und da weiß ich dann, dass das der richtige Weg ist. Das ist so eine Art auch Bestätigung und Feedback für mich, wenn die dann wirklich so eine bahnbrechende Schwierigkeit aus dem Weg räumen können. Etwas, was normalerweise wirklich nicht einfach ist. Also halten Sie durch und jetzt gehen wir über in die Frage.